Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Es ist wieder soweit. Cops vs. Racer Most Wanted im Quadrat steht an. Das heißt, zwei Racer werden gejagt. Und wie ihr seht, seht ihr ein Cop-Car bei mir aus meiner Sicht. Und auch bei Andys Sicht zum Beispiel seht ihr ein Cop-Fahrzeug. Denn wir werden heute mal nicht in die Rolle der einen beiden Racer schlüpfen, sondern wir sind jetzt mal im Cop-Team, denn wir haben uns die Aufgabe gesetzt, gemeinsam mit unseren Cop-Kollegen die beiden Racer in der Zeit mal auszuschalten. Das hat ja in der Vergangenheit nie so richtig geklappt, beziehungsweise kurz vor Schluss. Mal gucken, ob wir es diesmal schaffen, ob wir wirklich die besseren Cops sind. Ja, einfach mal so kackendreist das einfach mal behaupten oder ob wir damit richtig auf die Schnauze fliegen. Ansonsten können wir die Schuld immerhin noch auf unsere anderen 8 Cop-Kollegen schieben. Ist ja, finde ich auch völlig legitim. Oder Andi, machen wir das so? Machen wir sowieso immer. Ja, eben, sowieso. Also wir sind eh gescriptet. Wir sind nie schuld und ja. Ja, mit dabei heute haben wir, wie ihr schon gehört habt, Andy Face ist noch mit dabei, FBI Flügelcrimes, der auch aufnimmt, seines Sichts, sofern sie funktioniert hat, das weiß man als manchmal nicht so, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ist dann ebenfalls auch in der Videobeschreibung verlinkt, Higi am Start, Mr. Elvinko, Murmel, Saux, Benny, Raziel und Scarface, grüßt euch! Hallo. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Einem wunderschönen. Gut, da wir nicht so viel Zeit verlieren wollen, würde ich sagen, sage ich einfach mal Tschüss an die beiden Racer. Das ist einmal eben Flügels, der wie gesagt auch aufnimmt. Ich hoffe, seine Sicht funktioniert. Also streng dich an, dass seine Sicht funktioniert. Dann können wir nämlich auch mal gucken, oder könnt ihr besser gucken, was der Racer so macht. Und Saux ist auch noch Racer. Ich move euch mal raus und ja, gebt einfach in, keine Ahnung, sobald ihr bereit seid, ein paar Sekunden, dann einfach das Startsignal, ihr wisst Bescheid und dann laufen auch schon die 45 Minütchen. User was moved out of your channel. Wo ist er? Ah, hier. User was moved out of your channel. Okay, dann müssen wir jetzt noch auf Startsignal warten und dann darf unser Präsident, ja, den ich auch nicht diesmal bin, ja, auch Andy ist diesmal nicht Präsident, wir haben uns jeglicher Verantwortung entzogen in der heutigen Folge, ich finde es mega geil. Ja, ist diesmal Vince, der nämlich bei der letzten VIP-Ausgabe das echt sehr gut gemacht hat, also nochmal lobende Worte von mir an dich, hast du echt sehr gut gemacht als VIP-Fahrer und Präsident. Und jetzt hat er gesagt, jetzt mache ich nochmal den Präsidenten, das kann ich bei Most Wanted doch im Quadrat auch easy. Da geht's los, 45 Minuten laufen, Vince. Jo, also wir haben einmal einen grauen BMW M5 M-Power und einen schwarz-grünen, was ist das, Lotus Esprit V8. Okay. Wir sind jetzt an der Verbindungsstraße Flughafen gestartet, an der Überführung. Wir haben der BMW fährt Richtung Norden an der Autobahn und der Lotus ist jetzt Flughafenstraße unten abgebogen. Wann darf ich losfahren? Stopp und jetzt. Schon. Okay. Sind schon 30 Sekunden rum. Genau. Du hast in 3 Sekunden geschafft, alles zu beschreiben. Das ist ja mega geil. So, ich bleib einfach stehen. Genau. Also, so gesehen, Andi, du kannst gleich mal Richtung Autobahn oberster Kreisen durchbrettern. War der Plan. Manu, glaube ich, war an der Teststrecke. Und den ich auch nochmal am Strand hatte, der darf auch ein durchbrettern. Und genau, der alles 4 klar. Bleibt auf der Autobahn im 4, oder der Rest bleiben erstmal auf der Route und fahren weiter. Wir dürfen jetzt schon los, wa? Ja. Ja, wir dürfen seit Sekunde 0 schon, aber meistens macht es nicht so viel Sinn, weil. Also ja, der da nichts Lotus, passiert. Der Lotus war das, was ich selber nicht groß gekannt hatte. Ich habe es jetzt gut ablesen können. Der ist ziemlich so wie so ein Lamborghini Countach, kann man den beschreiben, ähnlich. Dann ja, ist es ein Esprit. Das ist der Esprit V8. Genau, der. Ja. Der ist geil. Sagst du, ja? Finde ich schon, dass er cool ist. Für seine Zeit. Hat der schon ein Video? Sonst kannst du es ja gar nicht wissen. Denk dran, der ist ein Mittelmotor. Also da 4. Müssen wir ein bisschen, den müssen wir gegen Baum pflanzen. Oh, ja, oder halt hinten rein, wie so ein Olli Camelli. So. Wer war jetzt eigentlich nochmal zuständig für Kaffee und Donuts holen für die ganze Truppe? Benny. Muss ein Dreckerjans gewesen sein, nur die haben den Kofferraum dazu. Für ja, wir haben uns, also Andi und ich haben uns ja angeboten, das zu machen, aber dann hieß es, nee, ihr dürft hier nicht an der Arbeit teilnehmen, bla bla bla. Ja, wir dürfen nicht mal Schafskopf spielen. Ich find's echt hier wieder unerhört, ey. Dürfen nicht mal faulenzen. So, ich bleibe jetzt einfach mal im Broadway und warte mal, ob da was kommt oder nicht. Der Cayenne hat einfach mal ganz, jetzt schon stolze 20% Reifenschaden. Nur 20 oder 30? Stimmt, da war ja was. Ich stehe am nördlichen Autobahnkreisel, sobald der M4 hochkommt, drehe ich da weg.
Mhm, jo. Ja, hat einer aktuell irgendeine Sichtkontakt oder Verfolgung? Nö. Okay. Noch nicht. Wie ist denn der Plan? Wollen wir auf einen gehen, genau? Oder wollen wir... Ich würde sagen, auch erstmal auf einen, weil dass wir den einen konzentrieren, also sicher, wenn wir den haben, wir können wir den anderen. Eingehen und ich würde definitiv, wenn wir die Chance haben, als erstes den BMW rausnehmen. Gucken, wen wir zuerst finden. Ja. Je nach der, genau. Ja. Okay. Mal gucken. Derweil genießen wir die Landschaft ein bisschen. Ich schon ein bisschen mein Renderprogramm. Sollen wir so ein bisschen am Stausee bleiben oder sollen wir uns ja, ihr könnt darum auch ein bisschen freifahren. Ja, komm, ich fahr jetzt auch mal ein bisschen. Das klar, dann fahren wir mal ein bisschen weiter hier Richtung Windpark. Also Michael, ich sag mal so, ich glaube, da könnt ihr das relativ freilassen. Bus. Fährt gerade zum Festival hoch einer von Ambleside? Ich fahr da jetzt hin, ja. Also nicht von Ambleside, sondern von Broadway fahre ich jetzt Richtung Festival. Ja, ich von Ambleside ist gerade einer Richtung Festival hochgefahren. Was? Und da sagt ihr mir nicht Bescheid. Ja, okay, da meint ihr echt, da hinten könnte schon sein. Ja, welcher Lümmel von euch war das gerade am Aussichtspunkt? Servus. Das ist so geil, Alter. Ich habe mich hinter den Obststand gestellt. Ich fahre auf dem Aussichtspunkt vorbei, auf einmal höre ich eine Sirene, es steht ein F4 hinterm Obststand, Alter. Er hat keine Donuts gefunden. Also, der Autobahn M4 lässt sich gerade echt Zeit. Ich fahre jetzt schon mal weg, weil... Ja, ist okay. Oh, das war er! Fuck, ja, du hast recht gehabt. Das war der M4. Der ist jetzt gerade Festival runter bei White Horse. Ja. Alter, ich hab das voll verschlafen. Ich hab das voll ignoriert. Und dann sehe ich gerade, dass er einen Passant mitnimmt. Und ich so, oh, warte. Das könnte ja sein. Beim White Horse, Batmoon. Oder M5? Achso, nee, das könnte auch ein M4. M5 ist das. Achso, fuck. Ja, doch ein graues Fahrzeug, ja, ja, ne? Hast du gesagt? M5. Ja, Gott, das wird er aber sein, denke ich, oder? Ja, ja, er fährt jetzt Broadway rein. Ich hoffe, das ist er jetzt nicht, dass es jetzt doch ein M4 ist. Wartet mal kurz, ich check mal, ob er das wirklich ist. Ich komme schon mal runter. Der Autobahn. Ah, ja, ja, das ist M5 mit dem Forza-Flügel. Genau, Häuser. Okay. Er fährt jetzt gerade Broadway Richtung Autobahn quasi. Also diese Landstraße ist jetzt gleich bei der Brücke direkt. Okay. Das heißt, jetzt bei der Brücke. Beim Kreisen machen wir Stopp. Beim Kreisen machen wir. Soll ich die Autobahn runterfahren? Ja. Ja, dann muss ich jetzt auch wieder Richtung Autobahn. Also für alle, wir verfolgen wenigstens definitiv auf dem BMW. Wir schauen müssen halt, schauen, dass er nicht auf die Autobahn, dass wir da erwischen. Haben wir noch einen irgendwo bei der Windparkstraße, beziehungsweise auch dort oben? So, er ist jetzt gleich beim Blitzer da, fährt jetzt gleich den Links, fährt jetzt den Linksknick und ist jetzt quasi direkt vor dem Kreisverkehr. Hinter der Kurve, so. Komm, Benni, komm, du warst. Irgendeiner muss ich noch zustellen. Ja. Bist du? Zack, schnell. Da ist er. Wow, sehr schön. Wow, aber mich doch nicht! Der ist zurückgerollt. Super. Wieso war jetzt klar, dass ich erwischt werde bei dieser Straßensperre? Der Autobahn? Er fährt auf die Autobahn. Okay, linke Seite, also mit Fahrtrichtung. Oh. Es hat gar nicht so weh getan. Gut, Glück gehabt. Wen hat er erwischt? Mich hat er auch erwischt. Er ist erster Tunnel noch, linke Seite. Wer war jetzt nochmal nördlich von der Autobahn? Leider, ich bin aber schneller wie er. Haha. Ja, triffst ihn aber nicht. Haha. Auf welcher Spur fährt er? Fahrtrichtung jetzt zweiter Tunnel, gleich am Ausgang. Okay. Immer noch in richtiger Richtung. An sich attackiere nicht, ich bleib einfach mal hinten dran. Ich bring den Königseck mit. Ich werde mich mal. Ist jetzt Tunnel raus. Ist immer noch Autobahn. Da ist. Alter. Ja, Vorsicht. Boah. Da ist ein Scheiß. Der hat total gefressen, also Topspeed ist nicht da bei ihm. Er ist immer noch Autobahn, Fahrtrichtung. Norden. Richtung Norden ist jetzt gleich. Bei der mittleren Abfahrt auf der Höhe wird da wahrscheinlich, ja. Haben ihn getroffen. Ja, hast ihn getroffen. Sah bei mir nicht so aus. Bin durch ihn durch. Ist irgendwo im Wald, da ist er. Ja. Na komm, den setzen wir jetzt fest. Ich bin tot. Auf welcher Höhe seid ihr? Jetzt bei der Ausfahrt, bei der mittleren Ausfahrt. Okay. Ups, sorry. Aber noch auf der Autobahn, also quasi gerade auf der Ausfahrt sind wir. Du bewegst dich nicht. Fährt jetzt quasi, na gut. Wir sind da einfach noch bei der Einfahrt, wie auch immer. Ich musste mich reparieren, ich komme aber wieder. Also bei der Verbindungsstraße oder beim Reisen? Oder? Versuch den mal irgendwo dagegen zu. Der hat halt Allrad, ne? Nicht vergessen. Mit dem. Das war aber ein saftiger Frontaltreffer, also der hat einiges gesessen. Der wäre gut schon gekriegt. Der hat schon. Wollen. Perfekt! Jetzt stehen bleiben. Sie sind verhaftet!
Und der erste ist weg. Das war's. Echt jetzt? Habt ihr? Ja, wir haben ihn. So, ich gehe mal kurz runter. Ich weiß nämlich nicht, wer das ist. Buddy left your channel. Ja, das war der. 7,5 Minuten. Oder? Nee, warte mal. Welcher Boden gehen wir? Wieder zurück auf Anfang, würde ich sagen. User was moved to your channel. So, Flügels haben wir haben eine neue Sondereinheit. Jawohl. Wir haben den Lambo, wir haben... So, ich repariere mich auch mal gerade schnell. Ja, warte. Lotus Autobahn, mittlerer Kreise. Wir fahren zur Villa. Ja. Geil, da bin ich gerade. Von Norden Richtung Mitte. Von Norden Richtung Mitte? Okay. Ja, wir kommen an welche Spur, ich bin nämlich der Fass. Kam mir entgegen, der okay. Kam mir auf Gegner entgegen. Also weiß ich nicht. Autobahn Süden. Weiß ich nicht, ob er weitergefahren ist. Nee, er fährt wieder Richtung Norden. Aber Autobahn. Ja. Okay. Michael, wie schaut das Straßensperre aus? Können wir am Norden. 2 Minuten sind rum, also wir hätten wieder Zeit. Vor dem nördlichsten Kreisel, aber links, ne? Ja, genau. Nördlichster Kreisel, wenn er gerade am mittleren war, ich weiß nicht, ob das reicht würde. Also er fährt in Fahrtrichtung. Mach einfach. In Fahrtrichtung, wir sind aber wieder Richtung Norden unterwegs. Ja. Er kam halt zweimal entgegen, das hat Speed gekostet. Ich würde es ungern machen bei oben hinfahren. Ja, jetzt kann ich wenn, dann macht es kurz vor Highlands oder sowas. Muss links gefahren sein. Nee, jetzt brauchen wir es nicht, weil wir jetzt nicht direkt dran sind. Alles ja, eben, also du musst schon bedenken, wir brauchen echt. Wir haben so viel diskutiert, jetzt ist das Bullshit. Ja, weil Ladezeit ja. Etc. Das macht auf so einem kurzen Stück keinen Sinn, dahin zu porten. Du kannst dich nicht positionieren, bevor der. Ist jemand dran? Das ist die wichtigere Frage jetzt. Ja, Andi, ich müsste dran sein. Nein. Nee, habe ich schon zweimal gesagt, dass ich nicht mehr dran bin. Okay, eine Frage. An der Test-Track also war das, ne? Dann brauchen wir aber einen in den Highlands und ich bin nämlich jetzt gerade beim Güterbahnhofstrecke. Ja, Benni, sich an die Ausfahrt der Kängurustraße, genau, an der Ausfahrt der Kängurustraße stellt, wenn man aus der Driftzone rausfährt unter der Brücke durch. Dass er da nicht rumfährt. Was ist das meins? Also ich ziehe jetzt einfach einmal quasi Seestraße durch und fahre dann wieder zurück zum Festival, zu meinem ursprünglichen Ausgangspunkt, falls er bis dahin nicht entdeckt wurde. Dann können wir uns immerhin sicher mal sein, dass er die schnelle Route darunter jetzt gefahren oder nicht gefahren ist, wie auch immer. Ich mach mal kurz eine Patrouille auf der Driftclubstraße. Du darfst, du darfst mal hier so gesehen eigentlich auf der Autobahn mit patrouillieren. Okay. Der M4, der normalerweise auf der Autobahn dann wäre, ziehe ich ab und der darf die rechte Seestraße fahren. Also der könnte halt wirklich, wenn er nach Norden gefahren ist, ja gut, gibt es viele Möglichkeiten, wo er hin ist. Er könnte nach rechts gefahren sein, weil er kann ja das kurze Stück auf die Kängurustraße nehmen, also über die Driftstrecke da. Oder ist halt links gefahren und dann daraus hätte er natürlich dann überall hin können. Highlands... Sonst war abbiegen, also. Ich glaube nicht, dass er nach rechts gefahren ist. Ich meine nämlich, dass noch in seinem Kopf drin war, so krass nicht nach Edinburgh und nach rechts ist Edinburgh. Ist deswegen glaube ich nicht, dass er da dann gefahren ist. So, aber machst einer auf Psychologie und so, ich verstehe. Das studiere ich. Während du studierst Psychologie, weißt du? Ja, so ein bisschen. Weißt Bescheid. Alles klar, dann, ja, also jetzt hier Seestraße ist er wahrscheinlich nicht lang geballert, deswegen vielleicht ist er dann doch tatsächlich Highlands oder so. Ja, Highlands bin ich, aber viel zu spät. Ich kann euch sagen, Heißluftballons am Festival, ey, yo, geht ab. Alter, so nah hab ich die noch nie gesehen hier, ey, was voll die Party. Sind die KN mittlerweile wieder zurück beim Stausee? Jetzt gerade auf der Verbindungsstraße vom See aus Richtung Stausee. Okay, wunderbar. Ja, dann lass wieder alle mal hier auf die Regelheim-Position dazu. Hier ist er! Er fährt gerade Stausee? Verbindungsstraße zum See hin. Lebt schon okay. Okay, er fährt wieder zurück Richtung Stausee. Verbindungsstraße. Okay, ja, alles klar, dann alle dahin. Oh, zieht das Ding weg. Wichtig ist dranbleiben, Kinder. Ja, mit dem Cayenne. Von wo kommen Verbindungsstraße? Vom See kommen? Vom See aus. Okay. Vom See aus Richtung Stausee. Verbindungsstraße. Dann habe ich den ja voll überholt, ey. Ich wurde jetzt einfach vorbeigefahren. Ja, Mann. Ich sehe sowieso voll schlecht, Razer, ist mir schon aufgefallen. Ich komm dann in den Kommentaren lese ich dann immer, wo die waren. Hab ihn, frontal. Ja, halt oh, ja. Spaß, der wo frontal bringt ist er genau Sinn. Dann auf der Seestraße? Noch vor der Kreuzung. Vor der Kreuzung über dem Stausee, an der Verbindungsstraße. Fährt wieder zurück Richtung See. Fährt wieder Richtung See.
auf der Bindungsstraße. Na, sag mal kurz, er soll warten. Die Zuschauer wollen das aussehen hier, von meiner Sicht. Von meiner Sicht. Ich habe, ja, da kommt er. Und, ja, er ist. Oh, Achtung, Achtung! Ja. Kommt der 6 entgegengetrifft. Alter, wenn die Oh, Micha, komm. Ich hab gerade Angst vor den Cayennes. Hilfe. Ja, welche Verbindung? Achso, die. Wir sind jetzt bei der Verbindungsstraße. Verbindungsstraße Richtung See gerade. Er ist gleich an der Kreuzung See. Ja. Alter, Mann, da komm ich her. Ich war ja voll in Scheiß. Ja, okay, alles klar. Müsste die jetzt an der Kreuzung sein? Das, ja. Sag doch mal, wo er dann hinfährt, bitte. Fährt Richtung Festival. Glaub, Süden. Halt's Maul, Alter! Okay. Ach Mann, Alter, da war ich gerade. Ich bin wieder einfach zu schnell gewesen. Weil ich bin erst jetzt hier in die Verbindungsstraße. Ja, parieren musst, dann können sich an M4 warten. Ja, eben. Geht mal ein paar M4s, die eh nicht da sind, nach Embelzeit, ja, und fahrt einfach entgegen, ey. Das ist voll die Todestaktik. Kamikaze. Micha, kannst du überholen? Ihr müsst früh genug sagen, wir müssen mit Tino weiter. Der ist aber durchlässig. Wieso war der bei mir durchlässig? Ich bin auch episch einen durchgebrettert. Fährt weiter Richtung Festival, Mensch. Fährt zum Festival hoch. Was ist das? Alter, seid ihr schon so weit, ey, das gibt's ja nicht. Eigentlich bin ich ja voraus, er fährt mir ja eigentlich hinterher, so gesehen. Der verfolgt dich. Genau, er verfolgt mich. Er fährt jetzt den Berg hoch, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, wir sind gleich beim Festival. Wir fahren jetzt den Linksknick und fahren. Ab jetzt ist es quasi nur noch geradeaus zum Festival rein. Alles klar. Wenn ihr vor ihm das zumachen könnt, dann. Also sein Handling ist tot. Ich bleib einfach mal dran, weil der fährt gerade links und rechts neben der Straße. Ja, wenn er einen Frontaltreffer vorne bekommen hat, hat er zwar keinen Motorschaden, aber dürfte die Lenkung und alles. Wir sind jetzt im Festival. Ja, zwei KI. Destroyed sein! Also ich hab jetzt im Tunnel. Wo seid ihr gerade? Er hat natürlich zweimal noch die Möglichkeit, sich zu reparieren. Rechts abgebogen. Er ist RS6 rum. Ja, er repariert sich am Festival. Ich glaube, er ist rein. Er ist rein. Ja, ist er auch. Oh, Andi ist raus. Ja, ich glaube, er hat sich repariert. Da, er hat sich repariert. Ja, da ist er wieder draußen. Voll drauf. Beim Festival. Direkt am Festivalausgang. Okay. Hat direkt einen Frontaltreffer vom Cayenne gekriegt. Also, du bist doch brutal. Hat sich doch der da frisch sich erst repariert. Cayenne, fahr doch komm, Junge. Komm, hinten dran. Ich komm, wartet auf mich. Wo ist der? Beim Festival direkt. Jawohl. Nein. Erst wenn ich da bin. Er sitzt! Wo ist er? Ich seh ihn nicht! Er sitzt! Wo ist er? Ich seh ihn nicht! Hä, wo ist er? Anna! Hä, der war bei mir gar nicht angezeigt! Und vor der Folge noch! Ja, aber beide kriegen wir eh nie! Kommt schon, Sender, dass wir einen kriegen! Leute, geht mal weg, hier ist Cluster. So, ist beide! Ja, in Ordnung, meine Güte! Viertelstunde? Also ich möchte jetzt nochmal eins hier klarstellen, aber ich habe am Anfang in der Folge ja gesagt, weil Andi und ich machen jetzt mal die Cops, um einfach mal zu zeigen, wie krass wir das können. Ich würde sagen, Andi und ich haben es super gut gemacht. Andi, Kompliment von meiner Seite für deine Leistung. Kann ich nur zurückgeben. Ja, danke schön. Der Rest der Cops war auch ganz okay, habt ihr auch ganz in Ordnung gemacht hier an der Stelle. Nein, Spaß. Mega gut. Ihr wart auch scheiße. Er war auch scheiße. Ja, mega geil. Kürzeste Most Wanted in Squadrat-Folge ever. Das soll es gewesen sein. Macht's gut. Nee, okay. Komm, wir machen nochmal eine kurze Folge, würde ich sagen. Nochmal eine halbe Stunde statt eine Dreiviertelstunde ohne Reparatur. Ich glaube, das macht ja auch schon Sinn. Und dann würde ich sagen, Andi, wenn wir schon so große Töne spucken, machen wir zwei jetzt nochmal Racer. Dann oder? Machen wir nochmal 10 Minuten. Machen wir auch nochmal 15 Minuten Racer. Okay, kriegen wir hin. Ja, okay, alles klar. Dann kurzer Cut und bis gleich. So, die Seiten sind getauscht und nein, ihr habt keinen Knick in der Optik. Wir haben zufällig dasselbe Fahrzeug gewählt. Mann, Andi, was ist los mit uns, ey? Heute läuft ja richtig. Ja, wir ticken sehr ähnlich. Ja, wir haben beide den Italia gewählt in einer ganz besonderen Edition, nämlich in der Italia Four-Wheel Drive Edition, ja, weil Allrad halt einfach vielleicht mächtig ist. Und wir haben so ein ganz schönes Blau gewählt. Gibt es tatsächlich in der Standardfarbpalette bei Ferrari. Wir wollten mal nicht das typische Ferrari Rot oder Gelb nehmen. Und ich muss sagen, das Blau finde ich mega geil. Also ihr werdet es gleich in der Folge nochmal sehen. Das kommt gerade in der Frühlingsjahreszeit, wo wir gerade aufnehmen, mega fetzig rüber. Und ja, egal. Aber ich würde sagen, wir wollen nicht so lange warten. Der Präsident da drüben wartet schon. Und deswegen würde ich sagen, 3, 2, warte mal, ich muss einen Timer starten. 3, 2, 1. Oh, wieso klappt denn das nicht? Moment. Technische Schwierigkeiten. Und los! Okay.
Oh je. Ja, das wird lustig. Mal gucken, ob wir die ein bisschen verwirren können mit beiden im gleichen Fahrzeug. So, ich fahre jetzt dann da vorne links. Mein Getriebe ist viel zu lang. Oh, ich habe ein Renngetriebe eingebaut. Ich habe es aber nicht überprüft, ehrlich gesagt. Ja, eingebaut habe ich das auch. Das ist trotzdem viel zu lang. Ja, kurz zu den Regeln. Wir haben jetzt dürfen uns nicht reparieren, weil wir jetzt ja gekürzte Version spielen mit 30 Sekunden. Minuten. Das ist also wieder vorbei. Ja. Das war's, wir haben es überlebt. 30 Minuten. Außer natürlich, wenn jetzt einer von uns beiden geschnappt wird. Dann, da muss ich den Aventador erstmal noch umbauen. Ja, dann am besten lässt du dich halt nicht schnappen. Wir lassen uns beide einfach nicht schnappen, oder? Das ist eine Taktik. Hat die schon mal einer probiert? Ja, eben. Lassen uns aber beide nicht schnappen, ey. Was soll denn der Geiz? Ich versuche mich jetzt einfach mal zu konzentrieren. Nein, Ray. Nein, du gehst nicht auf die Telemetrie. Scheiß auf die Telemetrie und... Ah, das gibt's nicht. Ja, so wegen konzentrieren. Ich bin schon erwischt worden. Nein, ich gehe nicht auf die Telemetrie. Verbindungsstraße. Quasi auf die Autobahnzufahrt, auf die mittlere. Der hat mich vorne voll erwischt, der M4, der Arsch. Uff. Ah, fuck it, Alter. Das wird jetzt natürlich kritisch. Aber gut, der Motor ist zum Glück ja hinten. Ah, ich sehe dich. Bin genau hinter dir. Hi. Formationsflug! Naja, das hat es natürlich richtig gekostet. Fuck, geradeaus weiter. Fuck, geradeaus weiter. Ja, mach ich. Der ist, der ist halt gerade so über die Kuppe gekommen. Aber ich denke mal, der wird komplett zerstört sein, der M4. Kann sein. Ich fahr jetzt mal dahin, wo du vermeintlich dann geschnappt wurdest. In die Richtung. Da bin ich schon geschnappt worden. Also da, genau da, wo du jetzt abgebogen bist. Hm. Direkt, da war schon die Stelle. Weil die werden auch mit den Reparaturen null durchblicken können. Jo, da kommt einer. Oh, die beiden Karrieren. Ja, nicht so geil. Ja, ich denke, Speed dürfte ich noch haben. Ich versuche jetzt wahrscheinlich direkt mal so Richtung Highlands zu pirschen. Allrad sei Dank, ich konnte einen Schotterweg nehmen. Ja, es gibt übrigens eine neue Regelung, das wissen die Zuschauer noch gar nicht. Die M4s dürfen nicht den Schotterweg befahren. Wir haben jetzt einfach mal, das ist einfach nur ein Test für eine spätere Most Wanted-Version. Auch wenn das jetzt, glaube ich, bis jetzt noch nicht so wirklich zum Einsatz kam, aber vielleicht kommt es noch zum Einsatz. Die M4s dürfen nicht den Schotterweg nutzen. Weder wenn sie uns verfolgen, noch sonst wann. Nur der R6, der darf ihn immer nutzen. Und Cayenne darf sowieso alles. Sowieso die Bitch, die alles darf. Ne? Ja. Also ich hatte ein R6 und zwei Karrieren. Oh scheiße. Ja, konzentrier dich lieber. Das hatte damit nichts zu tun, ich bin gerade abgeflogen. Okay. Ja, konzentrier dich lieber. Nein, ich gehe nicht auf die Telemetrie. Nein, Ray, nein, nein. Treffer versenkt. Es verlangt mich zwar extrem da drauf, jetzt zu gucken, wie viel Schaden ich tatsächlich habe, aber. Bis jetzt. Da ist einer leider rausgeflogen. Schade. Ganz leider schade. Hm. Ja, 40 Lenkung, sonst nix. Nee, ich schau nicht. Nein, nein, nein. Ich guck nachher noch. Ich kriege ja jetzt keinen Treffer mehr ab, habe ich gehört. Ja, ich hab die jetzt mal so ein bisschen. Ich zieh jetzt aber Highlands durch. Und ich versuche mal wieder die Horizon 3 Taktik zu nutzen, sofern ich das hinkrieg. Einfach immer volle Lotze Rotze Wie fahren. Wie godlike ist das denn? Was hast du gemacht? Ich bin über den Bahnübergang gefahren, hinter mir kam der Zug. Ne, ja, aber der ist leider nicht synchronisiert. Das heißt, bei manchen kommt da Doch, bei manchen... der ist synchron. Sicher? Also, ich bei meine der schon. Letzten VIP oder vorletzten VIP, ich weiß gar nicht mehr, welche das war, hat einer gesagt, da kommt der Zug und bei mir war gar kein Zug. Vielleicht war ich aber einfach auch nur dumm und habe ihn nicht gesehen. Kann man schon mal übersehen, so ein Zug. Eben, ja. Hat auch viel mit Intelligenz, Konzienz zu tun. Ob du so einen Zug siehst oder nicht. Das war gerade auch purer Skill von mir, ne? Also ja, klar, logisch. Ja, hast du getimed, hast extra die Zugfahrdaten im Kopf ausgecheckt und dann gewusst, jetzt muss ich zu der Zeit und der Stelle genau da sein. Weil jetzt ist gerade Harry Potter mit Ron und Hermine im Zug mit dem Alpenexpress. Absolut. nach Hogwarts oder wie, warum auch ich immer. Ich als absoluter Harry Potter-Fan bin da sowieso ganz vorne dabei. Ja, weiß ich doch.
Ja, okay, mein vierter Gang ist auch ein bisschen zu lang übersetzt, merke ich gerade. Wie viele Gänge hatten der? 6. Okay. Ja gut, okay. Logisch, durch Allradumbau haben wir sowieso nur 6 Gänge. Normal hat wahrscheinlich 7 oder so. Also Strandhütte 3. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, Highlands ist nix. Ja, Strandhütte sind 3. Ich glaube auch, dass sie so ein bisschen sich mich getroffen haben, gedacht haben, okay, da müssen wir uns sortieren und dann haben sie dich entdeckt und denken, du bist ich. Ja, wollen wir uns mal entgegenfahren? Boah, wo bist denn du gerade? Gut, ja, richtige Richtung. Richtige Richtung, ja. Richtung Autobahn gerade zum Kreise. Goliath? Also gleich beim Autobahnkreise. Richtige Richtung. Ja. Ja, aber ich bin doch Highlands gewesen. Das heißt, ich muss ja, wo will ich dir entgegenfahren? Ich bin ja komplett dann woanders. Ist. Also wenn, dann muss entweder du umkehren und Goliath zurückfahren, oder? Highlands zurückfahren. Goliath. Mach mal Platz. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin ja durch die Straßensperre durchgefahren einfach. Also ich fahr jetzt nochmal, ist mega die Suppe hier, ich fahr jetzt nochmal Highlands zurück. Wollte ich zwar eigentlich nicht, aber jetzt hast du mich irgendwie dazu verleitet. Und da jetzt eh gerade kein Kopf war. Ja, bei mir war eine Straßensperre, ich bin frontal einfach durchgeschossen in der Hoffnung, dass die Cayennes sich vielleicht ein bisschen streuen und ein paar, die hinter mir waren, wegschießen. Ob das geklappt hat, weiß ich jetzt nicht. Spider-Man, Spider-Man, meine Windschutzscheibe mag Spider-Man. Wollte ich nochmal loswerden. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Wo kommt der jetzt her? Ich muss mal zum Festival. Hä? Ja, tut mir leid, ich muss mich reparieren. Darfst du doch gar nicht. Wie darf ich nicht? Haben wir doch gerade gesagt, weil wir verkürzt sind mit 30 Minuten, dürfen wir uns nicht reparieren. Nur ja, okay, wenn dann einer nicht von uns geschnappt wird. Ja, sonst hätte ich mich ja auch schon längst repariert. Ach so, ja, okay. Schade. Oh, ich Idiot. Weißt du, jetzt habe ich mich auf so eine schöne Ferrari-Fahrt gefreut und es prompt hat so ein keck bayerischer Wagen mir die Lenkung zerschossen. Ich glaube, ich habe einen Plan. Ich auch. Vielleicht klappt es ja diesmal. Ich fahre. Ja, ne? Was ja. Ich mir schon mal überlegt habe, beim Festival gibt es auch so kleinere Wege, wenn du die ganze Zeit fährst, weil da guckt doch niemand, oder? Nö. Aber das mache ich jetzt nicht, weil es ja für die Zuschauer nicht so wirklich interessant. Komm mal mit R6. Wir gehen shoppen. Im Steinbruch. Meinst du nicht, dass du das Auto kaputt fährst? Ich weiß es nicht. Kann sein. Guten Tag. Hallo? Schieben. Ja, schieben. Okay, schieben. Da ist ein M4. Da sind die Cayennes. Ja, die sind alle bei dir in der Nähe. Ja, ja. Weil bei mir ist... Bei also mir Steinbruch wird wohl gerade nix. Bei dir auch gerade Nebel oder nur hier im Norden? Auch gerade, ja. Okay. Steinbruch wird nix. Das ist schade. Weil sie dich nicht verfolgen, oder was? Nee, die jagen mich gerade Goliath andere Richtungen. Da komme ich nicht hin. Wobei, doch, wenn ich jetzt am Kreisel links abbiege. Soll ich mal versuchen, dir hinzukommen, um sie zusätzlich zu verwirren? Ja, wo bist denn du? Ich fahr jetzt. Wo bin ich? Ich fahr jetzt auf PXA-Teststrecke rückwärts. Okay, dann versuche ich das auch. Würde ich jetzt sagen. Ich habe ein leichtes Bremsproblem. Ach. Wenn ich auf die Bremse steige, kommt der Wagen quer. 45 Grad. Geil, das richtige Drift Edition, ey. Ist schlecht. Aber die Richtung ist willkürlich. Mal links, mal rechts. Ja, das ist doch vielleicht auch für die Cops eine willkürliche Geschichte. So, ich bin beim Möchtegern Stonehenge. Boah, das ist ja ganz woanders, okay.
Ja, nee, ja. Ich versuche in die Richtung zu kommen einfach. Ja, ich fahre jetzt quasi Richtung Stauseestrecke in die Richtung. Und dann vergehe ich auf die Verbindungsstraße. Und dann darüber auf den Windpark oder sowas. Und dann können wir uns ja da im Windpark irgendwie vielleicht treffen. Hm. Für ein Kaffeekränzchen. Bei schönem britischen Nebelwetter. Aber immerhin sieht der Nebel hier auch nach Nebel aus. Ich erinnere nur mal an Horizon 3, da sah das eigentlich wie ein Grafikfehler aus, wenn es Nebel hatte. Ich weiß noch, das war irgendwie eine der ersten Let's Play-Folgen in Horizon 3. Da habe ich noch ernsthaft noch so gefragt in der Folge, Leute, wisst ihr, was das ist? Ist es ein Grafikfehler oder soll das Nebel sein? In beiden Fällen scheiße. Ah, Straßensperre von den Kajans, grüß Gott. Klar, wo bist du jetzt ungefähr? Ich bin jetzt auf dem Weg zum Stausee. Ach so, ja, da bin ich schon. Soll ich jetzt hier warten oder was? Dann fahre ich wieder zurück. Ich bin jetzt hier Verbindungsstraßenkreuzung da, diese Viererkreuzung. Problem ist, wenn die dich alle verfolgen, habe ich ein bisschen Schiss, dir entgegenzufahren, weil das könnte ja auch nicht frontal treffen. Wobei ich glaube, vorne bin ich eh schon komplett broke. Dem her ist es wahrscheinlich egal. Okay, also ich bin jetzt gleich Stausee. Also der Stausee, genau. Also Staudamm, so rum. Ich habe mal eine Barrel für die Fans gemacht. Geil. Ich bin jetzt bei der Brücke. Ja, okay, bin ich jetzt wie bei dem Linksknick, bin ich jetzt. Guten Tag. Wo bist du? Ich sehe dich. Ah ja, hallo. Ich fahre den allen entgegen, die sehen. Ah, doch, der eine hat mich jetzt gemerkt. Die Kajens haben es nicht gemerkt. Alter, da kommen sie alle. Zum Glück sind da Passanten. Okay, ja. Kannst. Mach mal, ich versuche mal auf die andere Seite des Stausees. Schaffst du es vorne abzubiegen Richtung Seestraße? Oh, eventuell. Weil, weißt du, wenn du da vorne nach links sehe, dann fahre ich jetzt nämlich auch über die andere Stausee. Über die Stausee-Seestraße. Ich glaube, so haben wir sie genannt. Auch zum See und dann können wir da quasi uns nochmal treffen. Weißt du, was ich meine? Jo, machen wir. Aber du hast schon einen kleinen Vorsprung gehabt vor denen, muss ich sagen. Also es hat schon ein bisschen gedauert, bis sie dann hinter dir aufgetaucht sind. Ja, es sind jetzt trotzdem wieder fünf hinter mir. Ja, ja, es sind mega viele hinter dir. Weißt du, wie viele danach noch kamen? Nee, ich hab nicht gezählt, schon mit euch. Gefasst fühlt alle kamen da noch. Okay, der R6 ist jetzt hier auf der Seite, der ist komplett verwirrt. Okay, also einer ist auch noch auf meiner Seite jetzt hier. Das Problem ist, das war eine scheiß Idee. Dein Handling funktioniert. Mein Handling funktioniert gar nicht mehr und jetzt fahre ich hier so einen Handling-Kurs. Ah, okay, das ist doch scheiße. Ja, gut, dann fahr halt, wenn du dann da angekommen bist, halt irgendwie. Ja, ich fahre nach links einfach weiter durchs Festival durch und dann gucken wir mal. Ja, okay, ich versuche da auch dann aufzuschließen. Also, ich bin jetzt auf der Straße Richtung Festival. Auf der Seestraße. Fuck, okay, dann kann ich eigentlich fast hier nicht weiterfahren. Dann kehre ich hier mal um und fahre auch ins Festival. Schieb mich ins Schotter und ich verheiz dich. Gut so. Weiße Entscheidung. So, mal. Ich hoffe jetzt, dass der R6 hier nicht gleich kommt um die Ecke, der hinter mir war. Ich fahre mir mal wieder zurück. Ich muss. Wie fahrst du zurück? Ich müsste dir jetzt entgegenkommen gleich, wenn du auf der Straße bist. Auf der Seestraße oder was? Auf der Seestraße. Ich fahre jetzt daran vorbei, wo du rauskommen solltest. Ne, ich bin umgekehrt, aber. Oh. Weil du ja gesagt hast, du fährst Richtung Festival. Ne? Ja, ich musste aber umdrehen. Ah, da fahren hier so viele anderen Spieler noch mit. Ja, ja, nee, okay. Dann. Oh, das ist ja R6. Einer davon. Okay. Cool ist, wir sind jetzt beide in dem gleichen Eck. Ich glaube, die wissen überhaupt gar nicht, was sie ansagen sollen. Ihr kriegt mich nicht lebend. Oder vielleicht schon, aber nicht kampflos. Also du kommst jetzt halt auf die linke Stauseestraße raus, ne? Bin ich da jetzt richtig? Ja, okay. Nee, Moment, nicht linke Stauseestraße. Ich bin gleich bei Güterbahnhofstraße. Ach so, du bist rechts lang gefahren. Was willst du denn? Du willst in die Mauer, jetzt, das sehe ich. Dann fahre ich jetzt, quasi Stauseestraße nach Norden hoch und Richtung. Ja. Ich guck mal, ob ich auf die Autobahn komme, vielleicht. Ja, okay, das versuche ich auch. Das könnte interessant werden. Dann fahre ich über die Verbindungsstraße. Fahre ich über die Verbindungsstraße auf die mittlere Auffahrt. Ja.
Wir haben im Übrigen jetzt 15 Minuten erreicht oder überschritten. Das heißt, wir sind jetzt schon mal länger am Start als die anderen. Ja, normalerweise kann man hier auch sehr lange überleben. Ich glaube, ich bin tot. Nein. Ich hab 100 alles. Nee, wie sind das geschafft? Bin gegen die Brücke gefahren. Oh nein, Andi. Ja, ich bin raus. Nein, Andi, was machst du? So, wen moven sie jetzt? Ja, muss ich selber moven wahrscheinlich. Ja, okay. Ja. Channel switched. Haben noch 15 Minuten, ja, 14:20. Wie bleibt noch Ray? Woher wusstet ihr, wer war? Weil wir dir gerade deine Frau da drin gesehen haben. Oh. Wir standen zufällig direkt neben dir. Ah, ja, aber es kann sein, dass deine Lenkung ziemlich am Arsch war, Andi. Bisschen. Ja, weil du ständig die Handbremse gefahren bist. Aber Andi, sagen wir so. Ich habe die Handbremse nicht einmal berührt. Okay, Andi, ist aber bei mir echt komisch aus. Sagen wir so asozial wie derjenige gefahren ist, war es eigentlich klar, wer es ist. So. Wann wurde Ray das letzte Mal gesehen, wo er Richtung Süden runtergebrettert ist, ne? Ja, aber kannst vergessen, die kann ich nicht mehr sagen. Ich werde meiner Linie übrigens treu bleiben und wieder nicht sagen, wo Ray das letzte Mal war. Ich würde mal sagen, ich fahr... Linke Schausehälfte fährt nach Norden. Echt? Oh, rechte, sorry, rechte. Ja, rechte Schnauze, okay. Rechte Schnauze, hey, da fahren wir aber wieder runter hier, Ben. Ich bin gerade auf der nördlichen. Ich bin gerade im Norden. Ja, warte. Ich komme jetzt runtergefahren. Micha, wohin? Wo? Wir fahren weiter hier. Du hast dich repariert gerade. Repariert. Ich war komplett am Arsch. Wo war er jetzt? Wo war er? Rechte Stausestraße Norden. Okay, ich richtig, komm jetzt vom Norden. Richtig, oberer Teil, also. Ja. Mal gucken, ob er mir entgegenkommt. Also kommt er quasi dieselbe Strecke wie eben, oder was? Der ist Richtung Norden gefahren auf der rechten Seite, also oberhalb von der Verbindung. Ja, der ich sehe ihn aber gerade nicht mehr. Also er ist mir bis jetzt auch noch nicht entgegengekommen. Entweder ich fahre jetzt Cash-Strecke, fahre ich. Ja, dann fährt er vielleicht zur Villa hoch, weil jetzt darf er sich reparieren. Ja, kann. Ich sehe ihn nicht, also wenn er auf der. Ist irgendwer in der Nähe der VIP-Villa da oben? Ich gleich. Halb, ja. Ich bin am oberen Kreis. Ja, jetzt. Fahrt mal hin. Also er darf sich jetzt reparieren. Wenn er da eben in der Ecke war und er sieht ihn keiner mehr. Das ist logisch, der hat sich jetzt repariert. Wo ist er? Da ist er. Der ist an der VIP-Villa. An dem See. Ah, gerade drin? Fährt richtig. Ja, ist gerade wieder rausgekommen, fährt jetzt auf die linke Seeseite rüber. Links, okay. War ja, dann alle der Ruine oder was? Micha, Straßensperre, wenn es geht. Ja. Ich bin an der Brücke. Das bringt nichts, der kann da vorne gleich wieder abbiegen. Das ist zu knapp jetzt. Ja, selbst wenn es nicht klappt, dann bist du da schon mal. Ja, ich bin doch eh in der Ecke da hinten gleich. Ich bin gleich an der Villa vorbei. An dem See, aber ja, fährt links Seeseite runter. Links See runter, okay. Ja, dann die M4 ist und nach Dings. Ja, aber halt. Die M4s, die nicht da sind, nach Ampleside runter, die mir gegenbrettern. Die Cayenne schauen, dass sie zu zweit von hinten ran fahren. Sag Bescheid, wenn er an den Ruinen vorbei ist, also an den ganzen Offroad-Wegen, dann machen wir eine Straßensperre da auf dem Stück. Dann hat er sich eine Flasche runtergekippt, der hat da keine Chance mehr auszuweichen. Ist doch egal, jetzt er fährt die letzte Straße links rein. Also ist er Richtung Ruinen oder was? Der Blitzer, Richtung diesem Blitzer oder was das ist. Also er fährt jetzt die Straße links runter, ne? Nee, auf dem Schotterweg daneben. Ach stimmt, die darf er jetzt benutzen. Okay, er fährt den Schotterweg. Beziehungsweise den Schotterweg nach unten. Ja gut, das ist jetzt auch kein Thema. Ja, okay, dann was wir nicht ausgemacht haben, darf der Lambo-Schotter fahren? Das ergibt Sinn. Benny, wir können nichts mehr machen. Der Lambo darf nicht Schotter fahren. Benny, kommst du mir? Meine Entscheidung, Herr Präsident. Der Lambo darf nicht Schotter fahren. Schotterweg habe ich gefordert einfach. Dann warte ich am Ende vom Schotterweg. Damit hat er gerade die Hälfte unserer kompletten Einheiten ausgeschaltet. Ja, passt schon. Die Cayennes sind da. Tal, da sieht uns nicht so. Außerdem bin ich jetzt auch unterwegs. Benny, komm, ran. Da oben. Ja, am See, oder? Komm. Auf welcher Höhe ungefähr? Welche Höhe, Micha? Das Finger kommt los. Da, wo die Abzweigung ist auf diesem Weg. Ach, da. Auf die linke Seite. Boah, warte mal, ist der jetzt am See gerade? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Seid ihr bei der Blitzerzone? Der fährt in den Ruinen gerade rum. Ach komm, ernsthaft. Ich dachte, der fährt daneben auf der links Straße. Runter, hat einer gesagt. Bin ich hier richtig? Ja, es sah so aus, er kann ja wieder hochgekommen sein. Hä? Leute, nicht vermuten, ich will nur Aussagen haben. Jetzt haben wir quasi... Wo ist der? Da vorne bist du. Komm.
Alle in den nördlichen Bereich. Wenn er bei den Ruinen ist, ist er im Norden. Ach so, er ist noch gar nicht so weit unten. Ja, dann hochballern. Da kommt die Erz ab. Oh, sorry. Den verfickten Baum, ey. Das ist einem Offroad-Baum direkt. Parkplatz. Also, du verstehst jetzt richtig, dass dabei ist. Ist er immer noch in den Ruinen? Er ist immer noch in den Ruinen. Aus den Ruinen raus, nördlich Richtung. Entweder halb. Goliath oder. Ja, Goliath Richtung jetzt hat. Und fährt wieder Richtung VIP-Villa. Bleib dran. Fall oh, nicht kaputt. Nein, dreh dich doch nicht, du Stück. Oh Gott, ist der schnell. R6 dürfen sich auch zu einem nächstgelegenen Haus porten, oder? Ja, aber nur in der Nähe. Ja, aber ich bin nicht gedamaged. Ich bin heil. Ja, okay. Danke. Hast du mir das Stück, Micha? Nächstgelegenes Haus ist nicht. Ach, scheiße. Andi, du guckst, dass du rechts wahrscheinlich vorhochfährst, oder? Fahr jetzt einfach zum Haus. Ja, ich bin im Arsch. Haus porten. Ich bleib am Haus warten, ich bin auch ganz okay. Ist noch irgendeiner dran? Nein, ich glaube nicht. Nö. Ich fahr mal nördlich die Highlands ran, falls er darüber fahren will. Er ist definitiv am Haus vorbei. Er ist am Haus vorbei, ja. Am Haus fahr ich gerade auch vorbei. Da ist aber nicht reingefahren, er ist repariert, ne? Ja, doch. Da war ja nicht mehr. War ja schon einmal repariert, ja. Da drin. Reparieren ist jetzt für ihn passé. Fährt gerade einer knapp westlich vom östlich von dem Haus, weil da habe ich gerade wieder Schnelles gesehen. Ja, ich. Ach so, gut, okay. Noch. Alter, was? Bremst, hallo? Bremse, ich. Hallo? Ja, du bist noch hinter mir. Ich habe das wohl gesehen. Kann man so sagen. Vielleicht versucht er über die Autobahn schnell nach Süden zu kommen. An der Ecke der Map. Also ich nehme, wir an, keiner sitzt dran, richtig? Benni, es ist keiner dran, wir fahren wieder Richtung Stausee. Okay, ja, jeder wieder auf seine normale Route. Wir haben noch 8 Minuten. Wird eng. Ja, geht. Ja, alles nix. Jeder wieder Richtung seiner Position fahren. Du hast die M4s, könntest du zu einem der beiden Häuser porten, was am nächsten zu ihrer Position war. Kaputt sind. Bei ne, dürfen ja jederzeit das gießen, ne? Hallo. Guten Tag. Aber gut ausgewichen. Ja, stimmt. Keine Amateure hier, ne? Ja, gut ausgewichen. Ich bin ein Vollidiot. Das ist gedreht. Am besten ist es, wenn jeder auf seiner Straßenseite fährt. Nördliche Autobahnkreise Richtung südlicher, mittlerer. Alles klar. Oh, ja, ich komm vom Flugplatz. Ja, richtige Richtung. Pardon, ja, der ist gerade auf Hälfte des Weges. Autobahn macht Straßenquere keinen Sinn für uns, Benny. Das ist zu breit. Wartet erstmal ab, in welche Richtung der von da aus fährt. Ja, richtig, eben. Ballert mich bitte auch nicht ab. Er kommt gerade vom Richtung Westen, also Drift Club. Perfekt, Alter, komm. Wunderbar. Da könnt ihr eine Straßensperre machen. Ich sag euch kurz, ob der bei der Villa reinfährt. Ja, guck mal, das ist jetzt wichtig. Fährt geradeaus, also Drift Club Straßensperre. Pass auf, lass hinter den Hügel fahren, da sieht er uns nicht direkt. Jo. Nein, ist links in der Schotterstraße rein, kann ich nicht hinterher fahren mit dem M4. Okay. Da ist ein komischer Adlerberg. Können wir da nicht einfach hochfahren? Auf Verbindungsstraße kann man da hoch. Okay, das machen wir. Ach, so ein Pisser, Alter. Fährt der in die Kack-Schotterstrecke rein? Links, ne? Das ist er gefahren von dir aus, ne? Ja, zu diesem großen Sprung. Der wusste genau, ja, klar, ich bin M4, was soll ich da machen? Ja, da richtig, aber jetzt kann ich auch trotzdem nicht. War aber gut kombiniert. Da ist er! Oh, da ist er! Er fährt weiter den Schotterweg hier. Oh fuck. Hä, wohin fährt er? Ist jetzt gleich an der Verbindungsstraße. Nee. In welche Richtung? In die Verbindungsstraße, Windparkstraße. Er fährt jetzt diese Straße zwischen. Okay, wo sind wir denn hier jetzt gerade? Im Windpark. Ja, im Windpark. Dürfte zwischen Windparkstraße und oberer Offroad. Nee, oberer Offroadpark. Ja, die gerade Strecke da, ne? Da ist, ne? Er fährt weiter Richtung Westen. Also Richtung Stausee.
Er fährt eher diesen Schlenker von der Windparkstraße. Bogen da unten. Ja, wo also das Wald. Wohl, der hat 50% oder was? Nicht wo er in den Wald reingeht, oder Micha? Ja, ja. Ja, da wo Rennstrecke 50% ist. Ja, er fährt weiter im Wald. Er fährt also wieder Richtung Verbindungsstraße da hoch. Diesen Bogen. Ja, da wo weiter. Sich das Kreuz, ne, wo die Straße aufhört. Genau, wo die Straße okay, aufhört, ja, und Windparkstraße. Ich hab die Windungsstraße drin. Oh ja, ich seh euch, ich komm ran. Oh, du Gas, Audi, komm, lass mich nicht hängen hier. Aua! Achtung, KM, ich komm rechts. Lass mich oder links oder rechts. Verbindungsstraße dann Richtung Westen oder Osten? Weiß nicht, so weit bin ich ach so. Nicht. Achso, ja gut, okay. Das ist eine Kreuzung unten und er fährt rechts. Also Driftclub. Weiß. Und hat gerade vorhin M4 mitgenommen. Er ist er runtergebrettet? Er fährt den Offroad-Weg durch. Oh, jetzt bin ach, ich komm, rechts Offroad reingebrettert. Macht ja nix, ich bin direkt hinter ihm. Offroad-Weg, immer noch. Ja, ich sehe es, bin dran. Warte mal, dann warte ich, glaube ich, dann warte ich gerade am Ende des Offroad-Wegs auf ihn. Oh, perfekt. Wir fahren jetzt in Richtung Teststrecke. Den Rundkurs da. Nächster Teststrecke in die Richtung. Ja. Oh, der ist dann. Perfekt. Sehr gut gemacht, RSX. Micha, ich komm rechts. Ja. Ach, ihr seid gar, auf gar keinem Offroad-Weg. PXH-Teststrecke rückwärts, da wo der Start, wo der Standardstart ist. Also 3 Minuten 40 haben wir noch. Micha, wir haben noch eine Sperre gerade. Ja, ich weiß. Wir treffen bitte. Das macht doch gerade keinen Sinn, weil wir nicht wissen, wo er hier abbiegt. Wir fahren weiter, wir sind jetzt bei den Häusern, bei der Engstelle. Das ist zu kurzes Zeitfenster, um sich irgendwo hinzustellen hier. Wir sind ja immer noch dran. Der hat sich doch als Challenge gemacht, seine scheiß Strecke abzufahren. Hat er gerade. Also wer schiebt. Hey, ernsthaft? Sorry, war nicht geplant. R6, mein Gott, hey! Wir fahren jetzt wieder Richtung Süden, wir fahren Richtung Süden hier oben rum. Und ich habe ihn am Heck erwischt. Er fährt Engkerde. Wir fahren jetzt hin. Ja, genau. Ja. Wir sind jetzt ganz links von der Teststrecke, genau. Vorsicht. Wir kommen jetzt gleich Richtung, was ist das? Kängurustraße raus. Also so gesehen die starke Kurve von dem ersten Part der Teststrecke, die erste Linkskurve, das immer gerade. Und er fährt Richtung VIP-Haus links, Richtung Seestraße rechts sind wir abgebogen. Ich glaube die Seestraße fährt er, kriegen wir einen, wenn er da runter fährt. Na, ich bin eh schneller als er. Benni, wenn ihr da runter. Wir fahren Richtung runter, Seestraße rechts Richtung Süden. Okay, warte, wenn ihr jetzt an dem V noch abbiegt, ansonsten Benni, wir porten uns dann gleich runter Richtung Verbindungsstraße. Er fährt durch. Verbindungsstraße, Ecke da unten. Er fährt jo. Durch. Benni. Wenn wir jetzt eine machen, haben wir noch eine kurz vor Schluss. Ihr habt nicht viel Zeit. Ja, sag ich, ich bin schon da. Dann haben wir noch mal kurz vor Schluss eine quasi, also letzten 20 Sekunden, können wir noch mal eine machen. Und die M4 porten sich zur Ambleside jetzt noch, solange es geht. Da kommt getan. Gas. Er fliegt ab, richtig, ja, voll von ins Gelände. Wohin jetzt noch? Der liegt da unten irgendwo im Wasser. Ja. Den gerade nicht. Er ist hier unten. Oh, er versucht hoch. Oh. Ihr wisst, wo eine Klappe geht aber gut. Alter Mann, mit dem M4, passt doch bitte auf. Benni, bleibt dran. Fällt immer noch weiter in die Richtung? Ja, ich bin nicht schneller als er gerade. Wir sind jetzt abgebogen. Scheiße, was ist denn das? Stauseestraße. Er fährt wieder Richtung Stausee. Stauseestraße fahren wir. Also linker Stausee. Also unterhalb der Verbindungsstraße, Stauseestraße. Benni, voll hinten draufknallen, ne? Auf welcher Seite kommt ihr raus vom Stausee? Links. Gut. Wir fahren da, wo die Blitzerzone ist, fahren wir. Grad. Wenn er Offroad fährt, ist na, noch Straße. Das kann er jetzt nicht mehr leisten. Er fährt Straße weiter. Achtung, Benni, ich muss links. Oh, gut, weil du kannst schneller. Ja, ich hab dieses riesen Loch da hinten im Feld nicht gesehen. Ja, sind jetzt an der ersten Brücke. Vom Stausee selber, okay. Mhm. Wir fahren weiter. Er hat schon immense Lenkprobleme. Man muss schon nachziehen. Wenn und da, ich fahre die Brücke rein. Oh. Ja, das war halt unlucky. Und Andi hat auch abgeschlossen. Mich hat's ab. Ja, ich port mich zu Kinkisch. Ich da kam mir in der Kurve entgegen. Ja, es ist alles okay. Er fährt weiter geradeaus runter. Richtung Broadway? Ja. Komm, Benni, wir dürfen. Jetzt bin ich glaube mit mich im Broadway. Lass uns unten in das kleine Kaff da, Eschbuch da. Lass uns da hinporten, schnell. Fahr mal.
In 10 Sekunden ist Overtime. Ja, ich weiß, wir dürfen jetzt gerade nochmal. 20 Sekunden vor Ende dürfen wir jetzt nochmal. Deswegen habe ich vorhin geguckt, dass wir bei 2 Minuten 20 nochmal drankommen. Ja, bei den 3. Schnell, komm, jetzt in die Häuser. Wer kommt da? Häuser? Yes. Ah, komm, ja, ich habe getroffen. Was seid ihr? Alles klar, ich müsste ihn nicht eingetrieben haben. Zeitansicht ist oben. Zeit ist oben. Er fährt. Boah. Bin hergekommen gerade, Benny. Ich hab falsch verstanden, wo ich den brauchen soll. Echt, gesagt, nicht Broadway. Das ist durch, der wird in Gambles jetzt aufhören. Ja, wahrscheinlich. Dürfen wir jetzt Gambles nicht noch dicht machen? Ja, wir dürfen. Theoretisch. Eine Attacke. Nein, ja, fuck, den verfehlt. Also zwei, haben wir zwei kaputte Piers oder ja, Cayenne? User in your channel is recording. Yeah! Hätte ich dich gerade noch gekriegt. Oh, Mann. Ja, du hast mich gleich noch so ein bisschen gestreift, ey. Fuck. Boah, mein Puls, Alter. Leck mich am Arsch. Ich bin so am Ende, Mann. Ah. Ey, aber ohne Witz, kaum war Andi raus. Ey, das hat von so mega lockerer, ich mach komplett unlustige Witze-Stimmung zu fuck. Und dann kommt gleich noch der M4, der mich sieht, so, der ist so, nein, scheiße. Das war ja letztes Mal auch so. Da war ich ja auch nach 30 Minuten, glaube ich, draußen bei einer vollen Runde und dann haben wir war so knapp. Gegen war dich so geschossen. Knapp. Alter, Latz, ey. Ich zitter richtig, ey. Scheiße. Ich hab jetzt auch so gesagt, nein, ich will jetzt endlich mal wieder als Racer mal nicht scheiße fahren. Ich habe mir heute auferlegt, nicht in die Telemetrie zu gucken, egal was ist. Einmal habe ich es jetzt doch gemacht, nachdem der Straßensperre, die war echt geil, da vor der Brücke. Ich hatte gar keine andere Wahl, entweder Straßensperre oder halt neben die Brücke, was auch nicht so geil war, weil das ging dann auf den Motor, weil ich ja halt quasi mit dem Arsch so mehr oder weniger an dieser Wasserding gelandet bin. Und boah, Alter. Geil, Alter. Das ärgert mich so, dass ich gerade verfehlt habe noch. Ich habe extra so durch die Büsche gezielt. Ja, es waren ein paar geile Cayenne-Moves, so, die erst aus dem Nichts kamen und so. Ja, wir haben uns prinzipiell versucht, immer hinter einer Kuppe oder hinter einer Kurve zu stellen. Ja, das ist ja auch gut so, ja, weil da kannst du halt nichts machen. Dass du nicht frühzeitig siehst und noch nicht großzeitig vorher reagiert. Ja, ey, das war auch mit Andi nochmal knapp. Der kam mit vollem Carraro mit dem Aventador. Hätte er mich da erwischt, da wäre ich raus gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war halt in der Kurve. Der das war blöd. Hat mich halt so Fast and Furious-mäßig wie mit dem Formel-1-Wagen so richtig abgeschossen in den Baum reingepfeffert. So richtig so. Boah, Alter. Krasser Knapp. Scheiß. Knapp. Krass. Aber eine Frage hätte ich trotzdem noch. Ich bin ja ganz am Anfang, bin ich ja beim VIP-Haus, habe ich mich ja direkt repariert, weil ja Andi raus war, durfte ich mich ja einmal reparieren. Und da war ja direkt eine M4 hinten dran. Da habe ich gedacht, gut, den hänge ich jetzt über den Schotterweg ab. Und dann habe ich gedacht, nee, pass auf, wenn ich den Schotterweg weiterfahre, weiß ja jeder, wo ich bin am Ende. Dann bin ich direkt wieder umgekehrt. Ja, wir haben. Und dann bin ich an dem Parkplatz oben raus. War das derselbe M4 oder war das ein anderer M4, der da auf dem Parkplatz war? Ah, okay. Ja, weil ich dachte schon, Alter, als ob der so mitdenkt. Halt. So, ja, der wird bestimmt wieder zurückkommen oder so. Mit den Cayennes haben wir unten die Straße am See, also den Weg am See schon dicht gemacht gehabt. Wir haben schon gedacht, komm, jetzt kommt er. Ja, ich stand auch unten, weil auch die Anzeige war, er fährt da runter. Überleg mal den M4, der zufällig gerade auf den Parkplatz fährt, wo ich auch rausfahre. Er steht da nicht, dann wartet ihr euch denn in Eumel ab. Das war derselbe. Das war derselbe. Ah, doch, war doch derselbe. Ja, okay. Das war derselbe. Ja, vor allem das Lustige war ja, ich muss ja gestehen, einen Regelbruch begehen. Was? Pass mal auf. Hätte ich den nicht begangen, hättet ihr gar keine. Gut, wäre die Runde nie geendet. Weil die Regel sagt ja so: Du darfst ja, wenn du eine aktive Verfolgung hinter dir hast, darfst du ja auf den Schotterweg gehen. Sobald du die Leute aber geschafft hast, abzuhängen, musst du ja, sobald du wieder auf den Asphalt fährst, musst du auf dem Asphalt bleiben. Das Problem ist, bei diesem Mortimer's Garden ist ja so ein Rundkurs Asphalt, aber keine Zufahrt Asphalt. Das heißt, ich war auf dem drauf und dachte so, fuck, ich bin hier eigentlich gefangen, wenn man es genau nimmt. Eigentlich, ja. Ja, und dann dachte ich so, nee, okay, komm, dann muss ich jetzt halt doch irgendwie wieder da runter und bin halt doch nochmal kurz den Schotterweg natürlich genutzt, weil sonst wäre es halt, ja, hätte nur dann geendet, wenn die Cayennes irgendwann mal auf die Idee gekommen wären, da mal hinzufahren. Weil ich hätte weder die Runde beenden können, weil da kein Haus ist, sonst noch was. Deswegen dachte ich, ja, nee, da muss ich jetzt dann doch mal ganz kurz die Regel nochmal brechen. Und dann habe ich gedacht, gehe ich jetzt da auf den Parkplatz und dann stand dann schon Empfangskomitee, also von dem her alles optimal. Ne? Ja gut, ich würde es aber trotzdem mal dabei belassen. Ich fand es eine sehr geile Ausgabe, weil wir halt einfach mal zwei komplett verschiedene Runden gesehen haben.
Und ja, wenn es euch gefallen hat, also an die Zuschauer, lasst gerne ein Däumchen nach oben da, checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus. Und zum Schluss kann ich nur sagen, während hier der Italia hier steht, das Blau ist verdammt geil, ey. Aber das stimmt. Wir sind raus. Also, tschö. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüssi.